Entschuldigen Sie bitte. Aber ich bin eine Minute, meine Damen. Wir sind hier äußerst genau. Aber ich wollte doch nur. Könnten Sie nicht wenigstens noch richtig kurz warten? Ich kann ja Ihre Sicht noch schneller haben. Aber es ist dringend. Nun passen Sie mal auf. Alles, was ich hier bearbeite, ist dringend. Seewald, Paula. Wo wohnen Sie? In der Paul-Bernhard-Straße 9. Geboren? 19.09.59. Und wo sind Sie geboren? Ja. Ihre Geburt meine ich. Ach, die messbare Katastrophe. Ja, ja. Ich meinte, das Datum dieser Katastrophe. 19.09.59. Und wo ist diese Katastrophe passiert? Im Schwäbisch Hall. Na schön, dann warten Sie mal. Sind Sie hier amtsbekannt? Nein, also ich war schon mal hier, aber nur kurz. Aber ich wollte doch nur... Ruhe doch! Wie soll ich denn da etwas finden können? Aber sie gibt es ja gar nicht. Aber ich bin hier. Na, aber nicht dort. Naja, das haben wir gleich. Könnten Sie mir denn nicht? Nein. Ich brauche... Hören Sie? Name? Seewald, Paula. Straße 9, 1959. Beruf? Reinigungskraft. Wo? In der Einkaufsschule. Sehen Sie, nun haben wir es schon. Merken Sie sich eins. Sie kommen immer sofort ran, wenn Sie amtsbekannt sind. Nun passen Sie mal auf. Ich wollte doch nur. Sie wünschen, sind Sie wieder amtsbekannt? Aber das wissen Sie doch. Name. Aber es ist dringend. Name. Seba. Paula. Halt, halt. Seewald, Paula. Wohnhaft in der Paul-Jahrmann-Straße 9. Geboren am 19.09.1959. Natürlich.